Das Thema dieses Moduls sind Fachbegriffe und der angemessene Gebrauch von Fachbegriffen im wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Wenn man sich im Studium über ein Fachthema austauscht, muss man klären, welche Wörter man verwendet und was man damit meint. In der Regel wird auch geklärt, was noch dazugehört. Man muss also definieren und klassifizieren. In diesem Modul geht es um den typischen Aufbau von Definitionen und die Verwendung von Fachbegriffen. Besonders in den Wirtschaftswissenschaften ist die Definition der zentralen Fachbegriffe wichtig. Wer von Marketing spricht, muss klären, ob damit der Verkauf gemeint ist. Das wäre eine veraltete Definition. Umgangssprachlich wird unter Marketing häufig Werbung verstanden. In den Wirtschaftswissenschaften wird dagegen betont, dass Marketing eine Ausrichtung aller Unternehmensbereiche auf die Erfordernisse des Marktes ist. In einer Definition von Philipp Kotler heißt es, dass Marketing ein Prozess im Wirtschafts- und Sozialgefüge ist, durch den Einzelpersonen und Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, indem sie Produkte anbieten und austauschen. Sie sehen, dass man sich darüber verständigen muss, was mit dem Wort Marketing gemeint ist. Marketing ist ein Konzept der Unternehmensführung, bei dem die Aktivitäten auf die Bedürfnisse des Marktes ausgerichtet werden. Diese Definitionen haben einen typischen Aufbau. Zunächst wird der Begriff genannt, dann der Oberbegriff und schließlich die Besonderheit. Man kann auch anders formulieren, zum Beispiel mit Verstehen unter. Unter Marketing versteht man ein Konzept und so weiter. Zusätzlich zum Definieren muss man in wirtschaftswissenschaftlichen Texten häufig zwischen Klassen oder Gruppen unterscheiden. In der Aufgabe zu den Kaufentscheidungen mussten Sie zwischen den 4 Arten der Kaufentscheidung unterscheiden. Sie können unterscheiden zwischen oder zählen zu als Klassifikationen verwenden. Man unterscheidet zwischen den 4 Arten der Kaufentscheidung. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Ein weiterer Aspekt ist die Konsistenz beim Gebrauch der Fachbegriffe. In einem journalistischen Beitrag versucht man, für gleiche Dinge immer andere Wörter zu verwenden, um die Leser nicht zu langweilen. So wird in Zeitungen in Deutschland häufig vom südlichen Nachbar oder der Alpenrepublik gesprochen, wenn es um Österreich geht, um eine Wiederholung des Wortes Österreich zu vermeiden. Wenn Sie in Ihrem Studium von Kaufentscheidungen schreiben, dann bleiben Sie bei diesem Wort, auch wenn Sie es immer wiederholen müssen. Selbst wenn 2 Wörter die gleiche Bedeutung haben, sollten Sie nur ein Wort verwenden, nicht beide. In diesem Modul finden Sie einige Übungen zum Definieren und Klassifizieren. Viel Spaß dabei!